Was? Ein Notfall? Was, Donald hat sich eine Erkältung eingefangen? Puh! Okay. Was ist geschehen? Donald kann so erkältet nicht losziehen. Wir müssen ihn hier lassen, bis er sich erholt. Dein Team muss fit sein, um sich im Kampf bewähren zu können. Was zuvor geschah. Kampf gegen Yeti. Impuls von Zwergi. Blacky will vor Sarah angeben. Ultrasteuer wird aktiviert. Wir werden siegen. Yeah. Yeti ist dran. Attacke. In Eis verwandelt. Noch einmal. Attacke. Uha. Das ist Sarah am Boden. So viel dazu. Ein Beleberstreuer auf Sarah. Juhu! Zwergi bittet Hilfe an. Ich helfe dir. Zack. Zu zweit angegriffen. Juhu! Donald ist voll auf Droge. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Der Ultrasteuer scheint irgendwie schon eine Art von Droge zu sein. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum die so extrem reinhauen. Ja, ha! Yeti ist dran. Der haut aber auch ordentlich rein. So, Sarah. Was war das? Nicht aufgeben! Uha! Der Hieb hat ordentlich geschadet. Meine Schwester beschützt sich doch immer wieder gerne vor Yeti-Angriffen. Juppidoo! Yeah! Juhu! Ja, genau. Diese Dialoge. Juhu, juppidoo, yeah! Im ultrafizierten Status, da kommt wohl auch nicht viel mehr raus. Das juppidoo, juhu, yeah! Da habe ich mich wieder in der Ruhezone aufgeladen. Blacky greift an. Yeti ist dran. Und haut allen ordentlich auf die Rübe. Sarah ist Game Over. Die Begeisterung hat sich gelegt. Ja. Wenn ein Teammitglied Game Over geht, dann kann sich die Begeisterung schon mal erlegen. Aber Blacky ist immer noch ziemlich begeistert. Ja, begeistert wird es genannt. Ziemlich auf Drops. Und damit ist das Fass übergelaufen. Ach, nicht schon wieder. Jetzt haben sie schon wieder welche zerstört. So ein Mist. Der Joker haut auch rein. Steht an der Seite und hilft ein bisschen mit. Als Magier. Zwergi bittet Hilfe an. Mega Feuer plus 1. Yeti ist dran, haut rein. Der teilt ordentlich aus. Ultrifizierte Teammitglieder. Blech in die Ruhezone. Das ist ja sehr effektiv. Dann haben wir den Steuer verbraucht. Ich glaube, alle 5 haben wir schon an diesem Zeitpunkt gemacht. Pass gut auf! Juhu! Feuer frei! Und Donald feuert seine Munition. Ich in der Ruhezone. Gute Besserung! Alle Überlebenden wünschen mir gute Besserung. Die Sarah ist leider nicht mehr unter den Lebenden. Ist K.O. K.O. Vorsichtig, ich weiche aus. Danke, Blacky. Für die Vorwarnung. Ha! Danke dafür! Danke dafür, Herr Bladi. Genau. Ihr geht wie Freunde. Kurz angehalten. Brechen gelernt. Achtet auf die Deckung. Donald aus der Ruhezone rausholen. Bitte mal schnell. Wer anders muss in die Ruhezone. Okay, lassen wir ihn wohl noch ein bisschen drin. Lässig ausgewichen. Oha, Sarah ist wieder weg. Kaum vom Joker geheilt. Ist sie wieder am Boden. Und ich heule darum. Da ist Blacky in der Ruhezone. Weg öffnen. So, Donald hat's nötig. Wird angegriffen. Halt durch, Sarah, hat sie gesagt. Die ist doch schon. Da wird sie wieder belebt. So, ich greife an mit Impuls. Da haben wir ihn besiegt. Donald und Conan siegreich. Und da verschwand der Joker und wir kehren zum Gasthaus zurück. Liegt der arme Donald krank im Bett? Habe ich ihn wohl angesteckt. So ein Mist. Der Donald ist zu krank, den können wir nicht mitnehmen. Dann müssen wir wohl ohne ihn weiter. Jetzt sind wir hier wieder in weit gereist. Na, was haben wir hier? Der Joker.
Miitopia, du Welt des Friedens, hoffentlich können wir doch dich irgendwann wieder so nennen. Ich bin sicher, der Tag wird kommen. Okay, jetzt haben wir es geschafft, haben wir seine Quest bestanden. Normal haben wir jetzt hier noch eine Quest und hier die leichte Quest. Okay, eine normale und eine leichte. Sonst noch was? Nee, nur diese zwei Quests. Der Forscher Gladio hat noch was. Also gut. Könntest meine Chance sein. Mit ein bisschen Hilfe kann ich es schaffen. Gladio, das war echt heldenhaft. Gibst du mir ein Autogramm? Das war meine begeisterte Fans sagen. Aber bei aller berechtigten Euphorie werde ich mich ganz bescheiden geben. Huch, wie lange bist du denn jetzt schon hier? Ich bin Gladio, Grübler und Forscher. Ich habe eine tolle Info für dich. Im Elfenreich gibt es einen See voller Lotus. Ja, da waren wir schon mal. In diesem See treiben sich auch Unmengen seltener Monster herum. Es lohnt sich, diese zu besiegen. Dadurch kann man ganz außergewöhnliche Kräfte entwickeln. Wie würde es dir gefallen, diesem Lotussee einen Besuch abzustatten? Quest von Gladio. Hör mal. Der Lotussee ist denn die Heimat seltener Monster. Besiege sie. Annehmen, du hast die Quest von Gladio angenommen. Okay, zurück zum Lotussee oder was? Wunderbar, ich werde mich selbst nicht an der Aktion beteiligen. Ich hätte sowieso keine Chance gegen die Monster. Was? Er kommt nicht mit. Schade. Okay, dann begeben wir uns wieder zurück in die Stadt von, ja, Gladio. Und wer bist du hier? Melina. Okay, wo kommt Melina her? Melina Sophie oder was? Die von YouTube. Ich bin die Spur, absolut keine Spur, okay. Neue Figuren oder was? Nice. Da sind wir also zurück im Elfenreich. Ja, auf dem Lotussee. Den kennen wir schon, da waren wir schon mal vor etlichen Parts. Ja, wir laufen jetzt hier lang und besiegen Monster. Ein neues Gebiet wurde freigeschaltet. Jetzt haben wir hier grünen Plöings und Nassplöing. Fiese Formel. Mal schauen, was die so abkönnen. Nicht viel. Okay, der Nassplöing, der kann ein bisschen was aus. Der kann was ab, aber nicht sehr viel. Die Monster gingen hier schnell gerade. Das war nicht so schwer. Level Up für 2 gibt es trotzdem. Absorption gelernt. Greift einen Freund an, absorbiert er dabei einige HP automatisch. Wie es auch sieht. So, noch ein bisschen Erfahrungspunkte auf Sarah. 300 Gold. Okay, das ist ein bisschen wenig Geld hier. Ist wohl auch noch hier vom Monster-Level her relativ, einfach. Oh, Sarah wurde trotzdem besiegt. Daneben, Auswahl unmöglich. Gibt's doch nicht. Überlebt. Ich glaube, den Ultrasteuer brauchen wir hier nicht. Das wird hier nicht vonnöten sein. Explosion, okay. Der Nassplank hat es trotzdem irgendwie überlebt. Der ist wohl etwas stärker als die anderen. Oha, der kann ordentlich reinhauen, wie es aussieht. Den sollte man nicht unterschätzen. Oha! Ist wie eine Furie, bloß als Plank. Oha! Den habe ich ordentlich unterschätzt. Jetzt zwei meiner Teammitglieder K.O. gehauen. Impuls, beleben können wir uns auch nicht mehr. Den Belebersteuer haben wir an Sarah verschenkt. Okay! Diese Nassplöings sollten man nicht unterschätzen. Aber die grünen Plöings, die sind schnell zu besiegen. Gourmet-Snacks erlernt. Stelle mit speziell zubereiteten Essen reiche HP wieder her. Okay, Bonus-ERF erhalten. Die legt natürlich weiterhin Sarah. Die ist noch Level 15. Beeilung. Voran geht's. Was haben wir hier? Eine Schatztruhe. Mit Banshee-Tränen drin. Okay. Um was zu schnabulieren. Haben wir genug HP-Bananen? Ja, ich denke schon. Wir haben auf jeden Fall noch welche auf Vorrat. Im Gasthaus liegen noch einige HP-Bananen. Du hast 100 unterschiedliche Arten von Monstern in Miitopia besiegt. Okay. Du hast 950 Leute gerettet. Die Macht des Horst. Nee, ist klar. Donald immer noch krank. Oh, der Arme. Merke und Lisa, bei denen läuft's.
Merkel macht sauber. Okay. Soll auch vorkommen, dass die Bundeskanzlerin sauber macht. Und Lisa sie anfeuert. Läuft bei denen. Flüchtige Bekannte. Warnen gelernt. So, den armen Donald müssen wir hier lassen. Okay, weiter geht's. Ohne den Donald, aber dafür mit Annelie im Team. Abmarsch. Sie hat dieses wunderschöne Kinderkostüm. Tja. So, was haben wir hier? Oha, ein riesigen Plank. Ein riesen Plank, oder was? Okay. Rarest-Plank. Rarest-Plank, okay. Der ist stark. Oha. Auf Rarest-Plank. Den müssen wir als erstes alle machen. Oha. Das Oha, den Rest haben wir besiegt. Der scheint so wie eine Furie zu sein. Der scheint nur wenig zu kassieren. Da brauchen wir auf jeden Fall den Ultrastreuer. Hau rein. Sarah hält mich mit ihrem Futtern. Mit ihrem Essen. Okay. Affizierung Maximum. Juhu. Hauen wir rein. Das zieht dann 3 ab. Okay. Wenn er reinhaut, macht es uns ordentlich alle. Alles klar. Was war möglich, ist klar. Haut rein, komm, das schafft ihr schon. 3 plus 3. Oh, wir haben es geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Hätte gedacht, das dauert noch ein bisschen länger. Aber es war ja auch die leichte Quest. Gewonnen. Haben wir die jetzt schon geschafft, oder was? Oh, dafür gibt es jede Menge Level. Steigt um 2. Steigt um 2. Jede Menge Level gibt es nicht, aber HP, Quatsch. Erfahrungspunkte, ERF. Doppelhieb gelernt. Entfessle 2 kräftige Hiebe hintereinander. Oh, das konnte ich als Ritter noch nicht. Du hast die Quest von Radio abgeschlossen. Na, das ging schnell. Na denn. Kehren wir zurück und sagen ihm, dass wir seine Quest geschafft haben. Ja. Tada! Da ist er wieder gesund. Donald fühlt sich schon wieder besser. Das ging schnell. Aber ich bin froh drüber. Normalerweise braucht man ein bisschen länger, um seine Erkältung auszukurieren. Ich habe es auch noch nicht ganz auskuriert. Ich bin auch noch nicht ganz entkältet. Das ist ein schönes neues Wort. Zweige und Finne, Level 11. Langsam müssen wir umsortieren. Nein, wir spielen noch weiter. Noch ein bisschen können wir machen. Wir haben erst diese kleine Quest hier gemacht. Und was soll's, ich gehe erst mit Annelie noch weiter. Da ist jetzt wer Neues. Okay. Schuppdiduppdidu. Ach, hallo. Wie geht's denn so? Ich habe deine Quest erledigt. Okay, das war's jetzt. Als nächstes an. Da hat sich schon wieder was geändert. Okay. Das habe ich wohl so eingestellt. Okay, wessen Quest nehmen wir als nächstes an? Seine hier, oder? Das ist die einzige, die noch bleibt. Level 17. Sportlicher Koch Aragorn. Hey, du da, als Frosch. Hast du schon mal von dem Hamburgern gehört? Was zum Geier ist man die Dinger eigentlich? Ihr Geschmack soll völlig anders sein als alles, was man hier kosten kann. Als Koch musste ich doch mindestens einmal einen dieser Hamburger essen. Also, du verstehst. Ich möchte nach was zum Geier reisen. Was zum Geier heißt's? Bisschen Angst davor. Sei so gut und nimm mich mit dorthin, ja? Quest von Aragorn, auf geht's. Ursprungsort der Hamburger sei. Was zum Geier? Bring ihn hin. Mach mal. Auf nach ab, was zum Geier? Auf geht's, auf geht's. Geier! Die nächste Ebene, Abmarsch. Hier sieht es ziemlich bunt aus. Lass uns nach ein paar Gifte stemmen. Der Koch. Wow, Zwergi, sieh mal da am Horizont. Das sind ja verrückte Himmelsfarben. Was zum Geier, sag ich da nur. Die Früchte an den Bäumen sehen aus wie Süßigkeiten. Tatsächlich, wie sollten sie alle abschlecken?
Anscheinend kristalliert sind da ausstehender Harz zu Süßigkeiten. Hier würde ich es länger aushalten. Hölle ist das für ein Name, für eine Gegend. Sieht ein bisschen nach ja, Wunderland aus hier. Wie hieß die? Die mit den zwei Hexen, die dort irgendwie... Gab es doch so ein Märchen, wo dann... Ein Märchen war es nicht, aber... Vielleicht hier der Zauberer von Oz, genau das war's. Mir fällt der Name von diesem Mädchen nicht ein, aber... Der irgendwie den Blechmann und die Vogelscheuche trifft und damit zum Zauberer von Oz geht. Genauso sieht das aus, so ein bisschen... Danach sieht's aus. Die Wege hier. Eine Nase. Okay, da habe ich jetzt nicht geguckt, was das war. Geier ist ja auf jeden Fall eine ziemlich ulkige Gegend. Ich freue mich schon auf das Gasthaus. Das sieht bestimmt auch etwas ulkig aus. Oha! Vic hat eine mysteriöse Flasche gefunden. Was jetzt? Trink es aus. Okay. Okay, was komisches hier, was zum Geier, könnte eine Flasche ja irgendwas bringen. Ein Schatztuch, was zum Geier ist da drin? Eine Falle! Was zum Geier ist das denn? Ein Nasenläufer! Okay, dir läuft die Nase weg, oder was? Impuls! Attackieren wir die Nase! Zurück zu seinem Besitzer! Große Nase! Okay, weiter geht's! Wir wollen uns nicht an der Nase aufhalten. Weiter geht's der Nase lang ins Gasthaus rein. Das Gasthaus. Du hast 150 verschiedene Lieder gehört. Soundtrack-Lieder wahrscheinlich, oder? Da steigen die Freundschaften wieder. Und Schlaf. Schlaf ist auch wichtig. Wichtig für die Gesundheit. Verrätst du mir den Namen deines Schwarms? Sowas habe ich dir bestimmt noch nicht gesagt. Freut mich für dich. Hä, was? Okay. Kann ich nicht richtig lesen. Geht mir zu schnell. Bin ich so schneller Leser. Das wird mir hier zu bunt. Hey du da, hör mir mal kurz zu. Wer könnte immer weiter spielen? Ich bin es, der einzig wahre Kursfreak. Findest du heraus, wo der Schatz steckt? Spielen wir eine Runde Schatzschieber. Oh ja, los geht's. Lass uns gleich anfangen. In welche Kiste steckt der Schatz? Du hast nur eine Chance. Hörst du den Preis? Bisher immer. War bisher noch nicht so schwierig. Ach, so ein Spiel. Into the middle, immer noch. Links. Genau dort war er. Richtig. So schwer war das jetzt auch nicht. Starke Leistung. Ah, Glückwunsch. Was haben wir erhalten? Du hast mich glatt geschlagen. 5 HP-Bananen. Was, das war der Schatz? Naja, standardmäßig. Man sieht sich.